Jetzt geht es los mit der ersten Keynote des heutigen Tages. Denkt daran, QR-Codes gerne und unbedingt Fragen stellen. Es geht darum, den Beitrag des Bundes zur digitalen Nachhaltigkeit in der Mobilität. Begrüßen Sie mit mir auf der Bühne mit einem kräftigen Applaus den Vizedirektor des Bundesamtes für Verkehr, Gary Balmer. Besten Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Es freut mich, dass ich heute Morgen hier sein darf, zu Ihnen sprechen darf, zu diesem etwas sperrigen Titel, Beitrag des Bundes zur digitalen Nachhaltigkeit in der Mobilität. Ich hoffe, es ist nicht ganz so trocken, was ich Ihnen jetzt erzähle, wie es der Titel erahnen lässt, aber ich glaube, es ist für den Bund ein ganz wichtiges Thema, so das Thema Nachhaltigkeit. Und das ist auch das Thema der DINACON, also die Nachhaltigkeit im Kontext der Digitalisierung. Wie kann man sicherstellen, dass man eben mit Digitalisierung einen nachhaltigen Nutzen für die Gesellschaft sicherstellt? Und das ist so eine etwas allgemeine Formulierung. Und wenn man der Frage etwas versucht, auf den Grund zu gehen, ja, was heißt eigentlich nachhaltigen Nutzen für die Gesellschaft schaffen, dann kommt man relativ rasch auf dieses Bild. Ich hoffe, der einen oder dem anderen sagt dieses Bild etwas. Es sind die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Die wurden 2015 verabschiedet von der UNO und die zeigen, dass sie sich mit dem Thema Nachhaltigkeit hier etwas vorgenommen haben, was extrem breit ist und extrem breit wirkt. 17 verschiedene Themen im Bereich Nachhaltigkeit. Es sind riesige Herausforderungen, die sich uns stellen im Kontext allgemein der Nachhaltigkeit. Und auch wenn die Digitalisierung hier nicht als Ziel speziell genannt ist in der Nachhaltigkeit, dann ist es allen klar, die Digitalisierung ist ein Schlüssel, um eben in all diesen verschiedenen Bereichen einen wichtigen Beitrag leisten zu können zum Thema Nachhaltigkeit. Nicht als eigenes Ziel, aber als Mittel zum Zweck. Und ich glaube, das ist schon mal gut, oder, dass in ganz vielen Köpfen so diese Wirkung der Digitalisierung eben schon anerkannt ist, denn mit der Digitalisierung kann ich unter anderem auch Informationen zugänglich machen, Daten nutzen und wir können bessere Entscheide fällen. Und das bessere Entscheide fällen, das betrifft nicht nur die Politik, sondern das geht wirklich querbeet durch alle Ebenen. Das beginnt bei mir als Nutzer, zum Beispiel der Mobilität, aber das geht dann wirklich auch bis zur Raumplanung, Stadtplanung bis zur hohen Politik. Also man kann hier wirklich ganz viel Nutzen stiften, wenn man mit Hilfe der Digitalisierung eben Informationen, Daten zum Beispiel zugänglich macht. Nun, ich möchte mich nicht zu all diesen Zielen, äußern. Aber es gibt so ein paar Ziele, die für uns als Bundesamt für Verkehr zentral sind, die wir eben auch verfolgen. Das sind so Ziele wie Industrie, Innovation, Infrastruktur, nachhaltige Städte und Gemeinden, Klimaschutz und am Schluss 17 ganz wichtig Partnerschaften, weil Nachhaltigkeit können Sie nur erreichen, wenn Sie zusammen unterwegs sind, eben Partnerschaften bilden. Der Bund, der leistet in verschiedenen Bereichen schon Beiträge zu all diesen Zielen, auch im Bereich der Verkehrspolitik. Da gibt es so bekannte Dinge wie Fördern des öffentlichen Verkehrs, das ist einer unserer Kernthemen im Bundesamt für Verkehr. Dann die Verlagerungspolitik, das wird Ihnen wahrscheinlich ein Begriff sein, oder zum Beispiel die Umstellung auf Elektromobilität. Das sind alles so Aspekte, bei denen der Bund eben einen Beitrag versucht zum Thema Nachhaltigkeit in der Verkehrspolitik jetzt konkret. Ich möchte jetzt versuchen aufzuzeigen, was wir als Bund eben
angehen, was wir wie wir versuchen, einen Beitrag zur Nachhaltigkeit in der Mobilität und im Kontext der Digitalisierung zu leisten. Dabei möchte ich etwas weiter vorne beginnen, so die aktuellen Herausforderungen, vor denen wir als Bund stehen, und ganz kurz ein Disclaimer: diejenigen unter Ihnen, die letzte Woche an der ITS-Dachtagung waren, die haben vielleicht das eine oder andere schon mal gehört, die können sich jetzt noch etwas mehr zurücklehnen. Verkehrspolitik, das ist etwas, was historisch gesehen und heute auch oft immer noch verbunden wird mit Ausbau. Wir bauen neue Infrastrukturen, wir bauen neue Angebote. Und das war so, dass das war und ist zum Teil immer noch so das klassische Instrument, wenn wir mit wachsendem Verkehr konfrontiert sind, was tun wir? Wir bauen aus. Wir haben immerhin schon festgestellt, dass man das vernetzt tun muss. Wir machen Hubs, Verkehrsdrehscheiben, also wir verbinden die physischen Elemente der Verkehrsinfrastrukturen, um eben etwas effizienter werden zu können. Und wenn man da den Bing Image Creator fragt, was siehst du, wenn ich dir sage, zeig mir einen Verkehrsknoten, dann kommt sowas raus. Und das ist natürlich ein künstliches Bild, das ist klar, aber es zeigt sehr schön, wo wir heute beim Ausbau auf unsere Grenzen stoßen. Wir haben das Problem, dass wir zum Teil gar nicht mehr weiter ausbauen können. Einfach, damit Ihnen das mal so, damit Sie mal eine Zahl gehört haben: Wir haben heute als Bundesamt für Verkehr Entscheide des Parlaments umzusetzen für den Ausbau von Eisenbahninfrastrukturen bis 2035, 40 in der Größe von etwa 25 Milliarden Schweizer Franken. Also man hat beschlossen, das Parlament hat uns den Auftrag gegeben, bis 2035 für 25 Milliarden Franken neue Eisenbahnlinien zu bauen, etwas plakativ gesagt. Das kann man beschließen, das ist auch finanziert dank der Fonds, die wir haben in diesen Bereichen. Und mit diesen Fonds ist der Engpass für Ausbauten im Gegensatz zu früher ist nicht mehr das Geld. Das Geld ist da, die Fonds sind da, die sind zeitlich unbefristet, da fließen pro Jahr etwa 4,5 bis 5 Milliarden Franken rein, die kann man verwenden für Eisenbahninfrastruktur. Der Engpass ist heute beim Ausbau selber. Wir haben zum Teil gar nicht genügend Personal, Manpower, Planungsressourcen, um das auf den Boden zu bringen. Komplizierte Verfahren, Landverbrauch, die Akzeptanz in der Bevölkerung für Ausbau von neuen Verkehrsinfrastrukturen, die ist nicht gestiegen, im Gegenteil, die ist gesunken. Und vor allem ein immer weiterer Ausbau von Verkehrsinfrastrukturen ist schlussendlich auch nicht nachhaltig. Sind wir wieder beim Thema und so die Frage, ja, wenn wir mit wachsender Mobilität konfrontiert sind, wo haben wir den Hebel, wo haben wir Möglichkeiten anzugreifen, um dieser Herausforderung zu begegnen? Und die Antwort ist eigentlich einfach: Effizienz. Wenn wir uns überlegen, dass heute der öffentliche Verkehr im Durchschnitt etwa zu 30% ausgelastet ist, das Auto im Schnitt mit 1,4, 1,6 Personen besetzt ist, dann fahren wir mit ganz viel leeren Sitzen in der Gegend rum. Und jetzt ist die Frage, wie können wir es fertigbringen, die heutigen Kapazitäten bei den Angeboten im öffentlichen Verkehr, beim Auto, aber auch bei den Infrastrukturen, wie bringen wir das fertig, das besser zu nutzen? Und für uns ist es klar, eine Antwort liegt im Bereich Daten. Das Zugänglichmachen von Daten, das Verfügbarmachen von Daten, das Nutzen von Daten, das kann einen Beitrag leisten, um
diese Effizienz eben zu steigern. Es ist nicht das alleinige Mittel, das ist auch klar, aber Daten können einen wichtigen Beitrag leisten. Und wir sind eben der Ansicht, und jetzt komme ich zum Thema, was ist dann die Rolle des Bundes, wir sind der Ansicht, dass diese Daten so wichtig geworden sind, dass sie eine Art Infrastruktur darstellen. Ohne Daten funktioniert die Mobilität nicht mehr. Und jetzt sind wir bei der Frage, ja, wenn das eine Infrastruktur ist, wie die Straße oder wie die Schiene, sollte dann die öffentliche Hand auch bei den Daten eine Rolle spielen? Bei der Straße ist es klar, bei der Schiene ist es klar, die öffentliche Hand stellt Straßen und Schienen zur Verfügung. Wenn ohne Daten die Mobilität nicht mehr funktioniert, was ist dann da die Rolle der öffentlichen Hand? Und das ist eine Frage, die wir uns eben auch gestellt haben als Bund, als Bundesamt für Verkehr, aber auch in Zusammenarbeit mit ganz vielen anderen Bundesämtern. Was ist unsere Rolle und kann Ihnen nachher kurz zeigen, auf welche Antwort wir gekommen sind oder welche Antwort wir hier vorschlagen. Wichtig ist, dass es für uns klar ist, so das Thema Vernetzung von Infrastrukturen, aber auch Vernetzung von Daten, das muss immer ein Grundprinzip sein. Nur wenn man Daten oder eben auch Infrastrukturen vernetzt, kommen wir zu insgesamt effizienteren Systemen. So, und jetzt ist die Frage, was ist die Rolle des Bundes? Das ist unser Vorschlag. Sie sehen hier in der Mitte diese Mobilitätsdateninfrastruktur. Vielleicht haben die einen oder anderen auch schon mal davon gehört. Was versuchen wir damit oder was ist diese Modi? Diese Mobilitätsdateninfrastruktur ist eigentlich nichts anderes als eine Art Schnittstelle, Schnittstelleninfrastruktur. Also wir wollen nicht Daten sammeln, das ist keine Datenkrake, das ist kein Rechenzentrum, sondern es ist schlicht und einfach ein Instrument, um den Austausch von Daten auf der technischen Ebene zu vereinfachen. Wir wollen Standards definieren bei Formaten, Schnittstellen, APIs, wir wollen standardisierte Services zur Verfügung stellen, die man nutzen kann. Was wir wollen, ist mit dieser Mobilitätsdateninfrastruktur den technischen Austausch von Daten zwischen den Akteuren zu vereinfachen. Ganz einfaches Bild, die Steckerleiste, wenn Sie als Mobilitätsakteur mit den anderen technisch interagieren wollen, stecken Sie hier ein und Sie können mit allen anderen Daten austauschen. Ob Sie es wollen oder nicht, das ist Ihre Sache. Es ist ein freiwilliges Angebot, das genutzt werden kann, aber es steht Ihnen zur Verfügung. Ich komme nachher noch kurz im Detail darauf zu sprechen, was dann alles dahinter steckt. Wenn man so eine Infrastruktur machen will, bauen will, betreiben will, dann braucht es auch eine Organisation, die das tut. Es braucht einen Kümmerer, jemand, der das Ganze antreibt, jemand, der auch die Möglichkeit hat zu sagen, so, und das ist jetzt für einen bestimmten Bereich, das ist jetzt unser Standard, mit dem wir zusammenarbeiten wollen. Es braucht jemand, der auf die Akteure zugeht und sie überzeugt, eben hier auch mitmachen zu wollen. Auch da komme ich dann nachher noch dazu. Es ist nicht nur eine technische Frage, sondern es ist insbesondere eben auch eine organisatorische, kulturelle Frage am Schluss, ob eben so eine Dateninfrastruktur dann tatsächlich auch funktioniert. So, und was hat das jetzt mit Nachhaltigkeit zu tun? Ich habe es eingangs erwähnt, wir sind der Ansicht, dass wir damit einen Beitrag leisten können, eben Infrastrukturen oder Angebote effizienter zu betreiben. Und wir sind auch der Ansicht, dass wir damit eine Grundlage schaffen können, damit es eben für alle Akteure, für die Wirtschaft, für die Bevölkerung, Wissenschaft, öffentliche Hand möglich ist, Innovationen zu generieren. Wenn Sie wissen, dass Sie sich auf eine solche
Mobilitätsdateninfrastruktur abstützen können, wenn Sie wissen, welche Daten Sie nicht nur heute, sondern auch morgen in einer guten Qualität zur Verfügung haben, wenn Sie wissen, dass Sie nicht für jede Geschäftsbeziehung mit jedem anderen Unternehmen Sie eine neue Schnittstelle bauen und pflegen müssen, dann stellt das eben aus unserer Sicht eine gute Grundlage dar, damit Start-ups Geschäftsmodelle entwickeln können, damit etablierte Firmen Geschäftsmodelle entwickeln können, damit die Wissenschaft eben auch Daten zur Verfügung hat oder eben auch die öffentliche Hand, die Politik, um gute Entscheide fällen zu können. Die Anwendungsfälle, die sind riesig, also es gibt Dinge, die sehen wir schon, was möglich ist. Es gibt so einfache Dinge, wie ich weiß, wo Ladestationen zur Verfügung stehen, kann die reservieren, ich kann Parkplätze reservieren, ich habe damit auch keinen Suchverkehr in den Quartieren etc. Also es sind so einfache Anwendungsfälle, die eigentlich auf der Hand liegen, aber es gibt eben auch ganz, ganz viele Anwendungsfälle, die wir heute noch nicht kennen, die dann eben innovative Köpfe wie Sie entwickeln werden und in Wert setzen werden. So, jetzt habe ich darüber gesprochen, was es technisch, eben Standards, organisatorisch, so eine Kümmererorganisation, was es braucht, damit so etwas funktionieren kann. Aber fast noch wichtiger ist so der kulturelle Aspekt. Es braucht am Schluss Akteure, die da mitmachen. Deshalb versuchen wir das Ganze auch unter engem Einbezug der Akteure zu machen. Wir wollen nicht eine Bundesschnittstelleninfrastruktur hinstellen und sagen, so jetzt, das, da steht es, nutzt es jetzt, sondern wir wollen mit den Akteuren zusammen entwickeln, was braucht ihr und was müssen wir für euch zur Verfügung stellen. Also wir müssen die Akteure gewinnen, die mitmachen. Aber dazu braucht es bei den Akteuren auch eine etwas andere Kultur, als das heute der Fall ist. So die Begriffe wie teilen, Daten teilen, etwas ausprobieren, Daten nutzen, aber auch Dinge wieder verwerfen. Das sind so Begriffe, die in die DNA dieser Akteure einfließen müssen. Das muss Kultur werden, dass man das eben will. Man will Daten teilen, man will nicht einfach seine Daten für sich behalten. Und ganz wichtig ist es mir auch, und das darf ich hier sagen als Teil der Verwaltung, das gilt insbesondere eben auch für uns. Ausprobieren, verwerfen, das sind nicht unbedingt Begriffe, die jetzt alle sofort mit der Bundesverwaltung in Verbindung bringen. Aber das ist erforderlich, damit man hier wirklich einen Schritt weiterkommt. Also da wollen wir uns eben auch in die Pflicht nehmen. Und am Schluss für uns als Verwaltung dann auch wichtig, eben auch die Politik. Das sind unsere Auftraggeber und auch die müssen dieses Mindset entwickeln. Die müssen auch akzeptieren, dass auch eine Verwaltung mal etwas ausprobieren soll. Und wenn man das akzeptiert, dann heißt das auch eine Verwaltung kann mal eine Lösung entwickeln oder einen Ansatz entwickeln, der scheitert, den man dann eben auch wieder abstellen muss und dann etwas Neues probieren muss, ohne dass gleich Geschäftsprüfungskommissionen und alle kommen und sagen, wieso habt ihr das nicht vorausgesehen, dass das nicht funktioniert. Also es ist eben auch eine Frage der Politik. Sieht die Politik die Chancen, die hier drin liegen in der Nutzung der Daten? Sieht die Politik aber auch die Rolle, die dann allenfalls eine Verwaltung spielen kann oder eben auch spielen muss in diesem Kontext? Und sieht die Politik eben auch eher die Chancen als die Risiken. Heute ist man oft konfrontiert mit der Aussage, Achtung, IT-Projekt, Bund, es kostet etwas, lieber nicht. Ich glaube, das müssen wir versuchen zu überwinden. Und wenn man das vielleicht noch versucht, in eine Relation zu setzen, oder wir haben mal versucht zu schätzen, ja, was kostet dann so ein Betrieb, so eine Mobilitätsdateninfrastruktur?
Das kostet Geld. Da sind wir dann irgendwo in der Größenordnung zweistellige Millionenbeträge, also irgendwo 10, 20, 30 Millionen Franken pro Jahr. Das ist ganz viel Geld. Aber wenn man sich überlegt, dass man schon nur in die Eisenbahninfrastruktur pro Jahr 5 Milliarden Franken investiert, plus in die Angebote nochmal 1 Milliarde im öffentlichen Verkehr, plus in die Straße nochmal 1-2 Milliarden, dann erscheinen die 10, 20, 30 Millionen erscheinen dann plötzlich als nicht mehr so viel, wenn man damit es eben schafft, effizientere, den Infrastrukturbetrieb effizienter zu machen und die Angebote besser auszulasten. So, jetzt, wo stehen wir? Jetzt ganz viel Theorie, was ich da von mir gegeben habe. Wir versuchen da auch eine gesetzliche Grundlage dafür zu schaffen. Aber wir warten jetzt nicht, bis wir diese gesetzlichen Grundlagen dann alle haben, sondern wir haben schon begonnen mit ersten Elementen für den Aufbau dieser Mobilitätsdateninfrastruktur. Da arbeiten wir zum Beispiel zusammen mit Swisstopo. Die sind jetzt daran, das sogenannte Verkehrsnetz Schweiz schon zu realisieren. Es ist nicht mehr bloß eine Idee, sondern da läuft die Realisierung. Das ist ein zusammenhängendes Netz, routingfähiges Verkehrsnetz in der Schweiz als ein sogenanntes Basisnetz, damit alle über einen zentralen Zugangspunkt die Informationen über das gesamte Verkehrsnetz abrufen können. Also von der Autobahn über die Eisenbahn bis zum Wanderweg sollen zentral soll das gesamte Verkehrsnetz zugänglich gemacht werden. Das ist dann die Geobasis, so ein Georeferenzsystem für alles andere, was in der Mobilität dann folgt. Wenn Sie dann Angebotsdaten haben, wo ist ein Taxi, wo ist eine Ladestelle, dann müssen Sie eben sicherstellen, dass alle von der gleichen Referenz ausgehen, und das ist Verkehrsnetz Schweiz. Das ist in Realisierung. Ebenfalls in Realisierung, da sehen Sie die Webadresse Open Transport Data, sind Elemente wie Daten zum Fahrplan, Echtzeitinformationen des öffentlichen Verkehrs, einen Open Journey Planner. Da gehe ich nicht zu stark drauf ein, da kommt nachher noch ein Input. Da arbeiten wir zusammen mit der SBB Infrastruktur, Systemführerschaft, Kundeninformation Plus. Also auch da gibt es schon Elemente, die bestehen, aber das ist natürlich nur der Kern, das ist nur der Anfang. Wie geht es weiter? Wir hoffen, es geht weiter. Wir sind daran, jetzt eben eine gesetzliche Grundlage zu erarbeiten. Das ist nötig, weil wenn wir als Bund diese Aufgabe übernehmen wollen, dann brauchen wir eine rechtliche Grundlage dafür. Ich habe gesagt, wir brauchen auch Geld, das braucht auch eine rechtliche Grundlage. Das heißt, wir versuchen hier ein Gesetz zu erarbeiten, das uns sowohl den Auftrag als auch das Geld gibt, um diese Mobilitätsdateninfrastruktur zu entwickeln, und wir versuchen das etappiert und schrittweise zu machen, also mit einfachen Fällen beginnen, aber das Ganze schon im Hinterkopf etwas größer denken, sodass wir wirklich eine Perspektive haben. Am Schluss der Appell, ich habe es gesagt, das können wir nicht alleine tun, da brauchen wir eigentlich alle, wir brauchen alle Akteure, die irgendwo im Mobilitätsbereich tätig sind oder ein Interesse daran haben. Wir brauchen Sie, um diese Idee zu... werde zu lang, werde abgeschnitten, komme gleich zum Schluss. Wir brauchen Sie, um eben diese Idee umzusetzen, und eben was wir brauchen, ist dieser Mindshift bei den Akteuren. Da habe ich jetzt bei Ihnen hier drin nicht so Bedenken. Ich glaube, Sie sind in diesem Umfeld tätig, wo Sie wissen, dass Daten eben vor allem dann einen Wert haben, wenn man sie teilt. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass Sie diese Message auch raustragen an andere Akteure, die dieses Denken eben noch nicht so in ihrer DNA haben. Besten Dank.
Vielen Dank, Herr Balmer. Wir haben noch einige Fragen. Sie müssen noch ein wenig auf der Bühne bleiben oder können es kurz hinstellen. Schauen wir gemeinsam kurz auf unseren Fragebildschirm. Es sind fleißig Fragen reingekommen. Die erste Frage, Herr Balmer: Gibt es Länder, welche den Bund als Vorbild oder als Kooperationspartner für die Infrastruktur sowie Datenerhebung dienen? Ja, das gibt es. Es gibt Länder wie zum Beispiel Österreich, die sind daran etwas wie, oder nicht daran, die sind uns weit voraus. Zum Beispiel beim Thema Verkehrsnetz Schweiz, da heißt es Grafenintegrationsplattform, also die haben so ein Referenznetz, die haben auch ganz viele andere Projekte, bei denen sie aufbauend auf dieses Referenznetz eben Dienstleistungen anbieten, Daten erheben, Daten teilen. Verkehrsauskunft Österreich ist so ein Beispiel, das ist ein neutraler Router, also Routing-Service, gratis Routing-Service, der da betrieben wird. Es gibt in Deutschland zum Beispiel, da wird die Mobilität und der Mobility Data Space werden da entwickelt. Also es sind in ganz vielen Ländern sind die Ideen da, sind auch die Investitionen zum Teil dann auch eben da von der öffentlichen Hand. In der Diskussion mit diesen Kollegen ist es dann immer spannend, oder? Ich sage ihnen dann immer, ja, ihr habt den Vorteil, weil die EU euch auch ein bisschen dazu zwingt. Also es gibt da so eine ITS Directive und es gibt da irgendwelche Verordnungen, die sagen so, und ihr müsst das jetzt tun. Ich sage dann immer, diesen Druck haben wir leider nicht, dass wir da etwas tun müssen. Das heißt, wir müssen überzeugen. Sie finden es dann nicht immer als Vorteil, weil man ihnen dann auch sagt, was genau sie tun müssen. Aber da sieht man jetzt schon, oder, dass die Regulierung der EU und der Druck der EU eben gerade auf solche multimodalen Anwendungsbeispiele, auf solche Datenräume, der hilft, damit in den Ländern auch etwas passiert. Und das ist das, was uns etwas fehlt. Aber ja, wir sind im Kontakt mit vielen anderen Ländern, wir haben da Vorbilder und wir haben da auch Partner, mit denen wir diskutieren. Ja. Eine kurze Frage, reicht es noch? Also, und auch eine kurze Antwort. Warum ist diese Dateninfrastruktur beim BAF nicht beim BACOM? Daten fließen über Datennetze, Verkehr über Verkehrsnetze. Ja, oder BACOM, natürlich. Die Daten, also die Infrastruktur des BACOM, das BACOM reguliert auch nur, betrieben werden die Netze dann durch Swisscom etc. Aber das ist dann quasi ein Medium, das wir nutzen, um eben Daten auch auszutauschen. Aber das Thema Mobilitätsdaten, das ist ein Thema, das uns als Bundesamt für Verkehr, als Bundesamt für Energie, Umwelt etc. uns beschäftigen muss. Sonst gäbe es quasi in der Schweiz nur noch ein Amt, das wäre das BACOM, das würde dann auch das elektronische Patientendossier machen und alles andere auch, weil da Daten ausgetauscht werden. Ich glaube, da muss man etwas unterscheiden, oder wer da welche Rolle hat. Wir interessieren uns wirklich für den Bereich Mobilität. Applaus für Gary Balmer.